Meine liebste Bushcraft-Säge für einen angemessenen Preis, die sehr gut funktioniert. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald im Bushcraft-Camp unterwegs. Hier bin ich schön am Bauen und ich habe gerade ein bisschen Zeit über, um eine kleine Review über eine von mir schon sehr lange in Benutzung, es müssten mittlerweile 4 Jahre sein, Bushcraft-Säge, und zwar die G-Saw 240mm von Tajima. Am Ende erzähle ich euch natürlich noch ein bisschen was von meinen Erfahrungen, Vor- und Nachteile etc., aber vorher gehen wir erstmal die harten Fakten durch. Ihr bekommt den Body sozusagen, also das Griffstück, zusammen mit einem Sägeblatt, natürlich schon zusammengebaut, für um die 20 bis 25 Euro. Ich habe auch schon mal ein günstigeres Angebot für 18 gesehen, da müsst ihr euch einfach ein bisschen Ausschau halten und dann findet ihr da schon das, was euch zusagt. Das ganze Ding wiegt ungefähr 250 Gramm zusammen. Das Sägeblatt selbst ist Carbonstahl, hat einen Einrastmechanismus. Ne? Ihr seht das. Und hier oben kann man dann draufdrücken und dann kann man das wieder einklappen. Unten haben wir dann einen kleinen, sehr rudimentären, aber funktionellen Sicherheitsbügel. Und der ganze Griff ist schön gummiert und fühlt sich auch in der Hand äußerst wertig und angenehm an, wie ich finde. Hat eine ordentliche Größe, selbst für meine Pranken. Ne? Man sieht das, das ist schon Oschi, also keine ganz kleine. Aber wenn man daran denkt, was ich damit teilweise mache, dann brauche ich natürlich auch so ein großes Ding. Die Sägeblätter gibt es zum Wechseln. Ist mir gerade erst passiert nach 2 Jahren Benutzung. Das erste Mal, dass mir ein Sägeblatt von Tajima gebrochen ist. Das gibt es für knapp 9,50 Euro. Ne? Wie immer Preisschwankungen. Und das ist relativ einfach zu wechseln, weil hier vorne gibt es eine kleine Schraube. Die ist einfach aufzumachen. Die kriegt man sogar mit dem Schlüssel zur Not auf. Dann hat man eine Gegenmutter. Das dreht man auseinander. Dann kann man das Ding rausnehmen. Da ist ein Loch hier unten drin in dem Sägeblatt. Dann tut man das neue rein, dreht das alles an der richtigen Stelle wieder zusammen und schon funktioniert das. Das ist so einfach, das kriegt jeder gebacken. Von der Optik, Design her, ja, ich würde sagen, ist relativ nah an so einer Gomboy dran. Ich finde auch, dass die Schnittleistung ist ähnlich von einer Gomboy. Ich habe dafür schon mal Schelte kassiert, weil jemand behauptet hat, nein, das ist ganz und gar nicht so wie eine Gomboy. Ich kann nur sagen, was meine Erfahrungen damit sind. Das Ding ist absolut ausreichend. Ja. Ich kriege damit solche dicken Baumstämme durchgesägt. Das ist natürlich mit ein bisschen Anstrengung und Kraft verbunden. Aber es ist absolut machbar, wie ich schon auch in mehreren Videos gezeigt habe. Ich war auch zum Beispiel auf einer Bushcraft-Tour, wo ich mir einen kleinen Teller machen wollte. Aus so einem Ding ordentlich. Und das hat damit funktioniert. Es hat aber auch ein paar Minütchen dann gebraucht. Das Schnittmuster an sich ist auch gerade, also alles in Ordnung. Das, je breiter das natürlich wird und man damit durchsägt, desto mehr muss man sich dabei konzentrieren, das nicht schief zu machen. Ne? Also wenn der Baumstamm breiter ist als das Sägeblatt, dann muss man ja immer so ein bisschen rumgehen. Und dann wird es schon sehr schwer, damit einen wirklich geraden Schnitt hinzubekommen. Im Namen versteckt sich schon, das Sägeblatt ist 240, also 24 cm lang. Das ist eine ordentliche Länge. Es gibt auch andere Längen, falls ihr euch dafür interessiert. Natürlich findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung Links dazu, wo ihr euch mehr Details angucken könnt, den aktuellen Preis und so weiter und so fort. Tja, das waren auch schon eigentlich alle harten Fakten, die erstmal wichtig sind. Wenn dir natürlich noch was auf dem Herzen brennt, dann frag's mich unten in den Kommentaren, denn dann habe ich die Möglichkeit, darauf zu antworten und natürlich mich zu korrigieren, falls ich hier etwas nicht genannt habe, was jetzt sehr wichtig ist. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen bzw. meiner eigenen Meinung dazu. Vorteil von so einer Klappsäge ist natürlich, dass man immer schön was dabei hat. Und das kriegt man wirklich in jeden Rucksack irgendwo an die Seite ran. Das ist top. Gleichzeitig haben wir kein abgerundetes Blatt hier hinten. Das heißt, man kann sogar das hier benutzen, um schon mal kleine Äste abzuschlagen oder um den Feuerstahl anzureißen und so weiter und so fort. Das finde ich, ich glaube nicht, dass es unbedingt beabsichtigt ist. Aber man hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, wenn es sowieso funktionell so eingesetzt werden kann, dann lassen wir das, statt das abzurunden. Und das finde ich schon mal sehr gut. Der einfache Mechanismus, um die Sägeblätter zu öffnen bzw. auszutauschen, ist super, kann ich überhaupt nicht meckern. Der Verschluss ist top. Der Griff fühlt sich fantastisch an. Ich mag es sehr gerne, Sachen zu haben, die ein gutes Griffhandling haben. Zum Beispiel auch wie mein beliebtes Victorinox Ranger Wood. Das hat auch so einen geilen Griff. Finde ich einfach top, wenn die Ergonomie passt, in die Hand passt. Das ist mir, also das Gefühl beim Halten, beim Arbeiten, ist mir
Ja, an sehr hoher Stelle sehr wichtig. Also teilweise sogar noch wichtiger als die Sorte des Stahls, wo wir hier übrigens bei einem Carbonstahl sind. Das heißt, der rostet. Ja? Ihr müsst ihn ein bisschen nach der Benutzung pflegen. Habe ich allerdings in den 2 Jahren nie getan. Und trotzdem ist das Sägeblatt erhalten geblieben über 2 Jahre lang. Und die Schnittleistung ist auch in Ordnung gewesen. Ich habe jetzt beim Austauschen gemerkt, okay, von einem frischen Sägeblatt ist die Schnittleistung schon deutlich besser, als wenn man nach 2 Jahren so ein Sägeblatt benutzt hat. Aber ich muss auch sagen, so ein Sägeblatt ist ein Verbrauchsgegenstand. Das ist ja auch so beabsichtigt. Das heißt, dass der überhaupt 2 Jahre gehalten hat und man damit immer noch vernünftig sägen konnte. Das ist schon was ich nicht besonders schlecht finde. Ganz im Gegenteil, etwas, das ich sehr gut finde. Einmal kurz für euch in der Nahansicht ein paar Details. Hier haben wir die Schraube mit dem oberen Klappmechanismus, hier den Knopf zum Riegeln bzw. Entriegeln, dann das Sägeblatt selber, das hier oben schön scharf ist. Hier unten haben wir den kleinen Bügel, den man einfach nur abzieht, dann sozusagen auf die andere Seite macht und dann zieht man das hier raus. Ne? Das schließt hier auch sehr gut ab, muss ich sagen, wenn es natürlich da drin auch ein bisschen wackelt, aber das soll einen ehrlich gesagt nicht stören. Ne? Und dann haben wir hier das Sägeblatt selber, ihr seht die Zahnung, das Ding ist in Benutzung. Ordentlich lang, verjüngt sich nach vorne ein bisschen und ist hinten dicker. Und das satte Einrasten, top. Der Griff selbst hat so ein paar, hier sage ich mal so Riffelungen und hier hinten auch. Ist auch schön geschwungen, was mir sehr gefällt, ne? Dass man hier hinten so ein bisschen nicht dieses Wegrutschen hat. Das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. Ne? Dass man nicht so ein gerades Ding hat, sondern dass man hier hinten so einen kleinen Knubbel hat, wie es bei manchen Macheten so ist, dass man da nicht so abrutscht. Das finde ich sehr gut gemacht. Und hier vorne haben wir auf beiden Seiten so einen kleinen Strich in der Mitte, der meiner Meinung nach noch mal ein bisschen Grip gibt. Und hier hinten dann Tajima eingelassen in den gummierten Griff. Tja, und das war eigentlich auch schon alles, was es dazu zu sagen gibt. Ich bin damit sehr zufrieden, vor allen Dingen auch im Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen, sehr geil. Eine erste Review davon, ein sozusagen Hands-on, als ich das Ding gerade mal 2 Monate hatte, war eins meiner allerersten Videos überhaupt auf meinem Outdoor-Kanal. Das ist ja jetzt hier der Ausrüstungskanal. Damals habe ich schon auf Mittelaltermärkten, auch wenn es natürlich nicht authentisch ist, aber unser Lagerfeuerholz damit ein bisschen gesägt und so weiter und so fort. Und das hat damals schon gut funktioniert. Und wenn ihr mal ein richtig altes Video von mir sehen wollt, dann gebe ich euch hier oben ein Ausrufezeichen. Da könnt ihr mal was sehen, wie ich früher noch die Videos gemacht habe mit den Kameraeinstellungen und so weiter und so fort. Ich finde das immer sehr witzig mit anzusehen. Ansonsten findest du hier links und rechts oben auch weitere Videos, wie immer zur Outdoor-Ausrüstung, auf diesem Kanal üblich, unten in der Videobeschreibung alle Informationen, die du brauchst und wie bereits erwähnt, wenn nicht, frag in den Kommentaren nach, dann kann ich antworten. Alles klar, wir sehen uns bei den nächsten Videos, bis dahin, tschüss, tschüss.